Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, im Stream, beziehungsweise es haben mich auch schon ein paar angeschrieben. Ja, mach doch mal ein Statement und so weiter und siehst du, was da abgeht, was denkst du darüber? Und da habe ich jetzt einfach mal gesagt, okay, jetzt machen wir das. Es wird natürlich nicht jedem gefallen, was ich in manchen Stellen sagen werde. Weil im Forum habe ich das halt auch schon gemerkt, weil ich halt auch gesagt habe, dass der Thread, wo der aktuell offen ist, mit Accounts leergeräumt, sehr fern von Realität ist und Wirklichkeit. Und das wird dann halt auch wiederum geschoben, ja, sponsored by GF, die Aussage oder was auch immer. Und ja, brauchst du die Partnerschaft so dringend? Solche Kommentare habe ich gelesen. Dazu kann ich sagen, Partnerschaft, ja, habe ich mich ja beworben, das habe ich ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt. Habe ich bisher immer noch nichts gehört, nach 10 Wochen, also von dem her, man sieht halt die generelle Sache, was halt bei der Gameforge aktuell abgeht und habe es ja oft halt schon mal abgelehnt. So, aber jetzt kommen wir mal zu den Fakten und ich habe vor einer Woche schon gesagt, als der Launcher frisch rauskam, was ich davon halte. Das Video werde ich gerne nochmal einblenden, dann kann jeder seine eigene Meinung davon machen, weil da habe ich den sehr stark kritisiert und als schlecht dargestellt. Den Launcher, ja, und zwar als sicherheitskritisch, weil man nur noch eine E-Mail und Passwort hat für alle Accounts und dann kommt man einfach auf alle drauf und kann alle leerräumen. Ich habe das sehr stark kritisiert, die Sicherheit. Auch im Forum habe ich dann zu dem Thema gesagt, ja, weil ich da halt auch meine Meinung zu dem Launcher sagen wollte und habe dann halt geschrieben, ja, jetzt ist den ja Leuten jetzt noch einfacher gemacht, zum Beispiel mit einer gecrackten E-Mail oder was auch immer, auf alle Accounts zuzugreifen. Da habe ich dann mich mit dem Krumkra angelegt, ja, aus dem QA-Team, der dann gesagt hat, beziehungsweise meine Aussage ins Lächerliche gezogen hat, indem er gesagt hat, ja, dann hack doch mal meinen Account. Ja, nachdem hatte ich natürlich dann schon keine Lust mehr, etwas dazu zu schreiben, weil ich dann gemerkt habe, okay, das wird eh ins Lächerliche gezogen seitens der Gameforge und die Aussage war nicht besser als die, die mir immer Bad Idle gegeben hat zu meinem Thema 2A-System. Also zweite Authentifizierungsart, gab es auch schon ein Video. Habe ich damals ein Statement dazu gemacht, ja, warum man denn keine 2A-System einfügen könnte, um quasi in den Account zu kommen, wenn man sein Handy oder so, dass man da einen Code bekommt, den erst eingeben muss, so wie es bei Firmen wie Blizzard und Twitch, das habe ich auch namentlich genannt, weil Blizzard hat so einen Generator, so einen Auth-Generator und ja, da wurde halt auch gesagt, ja, das, wir sind ja wahrscheinlich wegen der Größe oder was auch immer von Firma, nicht jeder hat so ein System und so weiter und so fort. Jetzt mit dem Launcher wäre das natürlich optimal gewesen, so ein System rauszubringen, um die Account-Sicherheit noch mehr zu gewährleisten. Das wäre sogar dann noch besser gewesen als vor dem Launcher und ja, ich habe auch bemängelt, dass den halt jeder benutzen muss, dass man das zur Pflicht machen will. Wäre auch bei einem 2A-System, weil da ja dann viele wiederum Angst haben, ich möchte das nicht, dass man da dann übers Handy erst was holen muss und so weiter. Ja, das sind halt alles Dinge, da muss man halt auf den Kunden eingehen und sagen, ja, wir machen eine Option, ihr könnt das benutzen oder ihr benutzt es halt nicht. Und es gibt alles schon, also ich hau mal alles so in die Beschreibung, beziehungsweise lasse euch Infokarten da, ihr könnt das Video gerne schauen. Und ich möchte das einfach nur aus meiner Rechtfertigung hernehmen, dass hier Leute behaupten, ja, ich mache jetzt wegen der Gameforge-Partnerschaft, wende ich mich jetzt gegen die Masse. Und so ist es ja nicht, weil ich habe vor einer Woche das eine bemängelt und schon vor einem halben Jahr habe ich das 2A-System mit Bad Idle gestritten. Von daher, ja, ist es halt nicht, ich bleibe halt immer bei meiner Meinung und das weiß man halt. Und die Meinung, ja, ist halt meine Meinung und die gefällt halt nicht jedem. Ja, die gefällt auch manchmal der Gameforge nicht, weil ich halt wirklich dann sage, ja, in dem Zeitpunkt haben sie halt einfach verkackt. Was soll man da sagen? Jetzt kommen wir zu den Theorien. Also, es gibt ja die Theorie, dass Accounts plötzlich bei anderen auftauchen, die einem nicht gehören, dann dass es eine Account-Sharing-Lücke gibt, indem man die ID von jemandem hat und dann kann man auf die ganzen Gameforge-Master-Accounts zugreifen.
Dann, was meine Theorie ist, dass einfach die P-Server nochmal die Datenbanken auswerten und die quasi nochmal verwerten, weil jetzt ja die E-Mail und das Passwort zählt und nicht mehr die ID und das Passwort. Vielleicht hat ja irgendein, ich nenne es jetzt mal Dödel, zufällig die E-Mail-Adresse angegeben. Da wurde mir natürlich gesagt, ja, Metin 2, das spielen nur noch 20- bis 30-Jährige und da kann das ja nie passieren. Bei manchen glaube ich das, bei manchen nicht. Und die vierte Sache, was ich noch gehört habe, Rubinum will sich rächen für das, dass die Server down genommen wurden und so weiter. Das fand ich dann sehr suspekt und da muss ich wirklich sagen, ja, manche Sachen kann ich eventuell noch so ein bisschen nachvollziehen, aber bei manchen muss ich sagen, das ist sehr fern von der Realität. Da gab es noch das GF-Statement von Max. Das haben wir noch gelesen, das ging um die Sicherheitslücke, ein offizielles Statement, dass es keine Sicherheitslücke gibt. Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, dass da die Gameforge bzw. Max lügt, weil ich glaube, firmentechnisch ist es anzeigepflichtig, wenn ein riesen Sicherheitsleck bzw. Datenbankleak festgestellt worden ist, weil da ja auch Sachen wie Kreditkartennummern, PayPal-Daten und so weiter und so fort. Also im Endeffekt nicht böse gemeint, was Wichtigeres ist als jetzt ein Metin 2-Account, weil ja, wenn man dann halt mal 10.000 Euro von der Kreditkarte abbucht, ist das natürlich nicht so schön für den einen oder anderen. Je nachdem, was man für Limits gesetzt hat. Das finde ich halt, ja, deswegen denke ich nicht, dass es gelogen ist. Dann kommen wir mal zu den Beispielen. Also es gibt meiner Meinung nach aktuell vielleicht 3-4 Personen im größeren Bereich, die wirklich viel Equipment verloren haben. Vielleicht gibt es auch noch ein paar kleinere. Da wird halt auch gesagt, ja, kleinere Accounts lohnen sich eh nicht. Das tun die Hacker anscheinend immer überspringen. Ja, also wäre ich ein Hacker, würde ich jeden Account ehrlich leerräumen. Einfach so, weil es macht für mich gar keinen Sinn, nur die großen leer zu räumen. Weil ich kann ja überall was holen und wenn ich da reinkomme und mir die Mühe mache, einen Account zu cracken, dann werde ich nicht, oh, das ist ein Level 30er, den überspringen wir mal. Ja, und nachher waren da 100 Won drauf oder was auch immer. Teil wird das Young auch liegen gelassen und nur das Equipment mitgenommen. Also ist schon sehr, sehr suspekt, muss ich sagen. Also, ja, und das ist halt auch in dem Thread. Also es ist nichts gegen die Leute, die da probieren, irgendwas zu erzeugen. Aber ich finde, das ist halt eine große Panikmache und das ist sehr fern von der Realität. Und es sind halt auch viele Hetzeaktionen, ja, Hack die GF und was auch immer. Das sind halt auch noch Straftaten, die da manche begehen. Ich finde es echt lustig und auch sehr kulant von den Teamlern bzw. der Gameforce selbst, dass da nichts passiert oder auch die Kommentare einfach stehen bleiben dürfen. Hat mich selber ein bisschen verwundert, weil das war wirklich eines der heftigsten Threads, die ich in 13 Jahren je gelesen habe. Gut, mich selber hat es bisher nie erwischt und vielleicht erwischt es mich dann auch. Ja, dann ist es halt so. Es ist halt auch das Geld der Gameforge. Ja, weil ein Spieler, der komplett nichts mehr bekommt, auch ich, wenn mein Account leer ist und ich bekomme nichts von der Gameforge vom Support zurück, dann, ja, dann höre ich auf und dann gibt es von mir halt auch kein Geld mehr und auch keinen Support mehr. So muss man es halt einfach auch sehen. Jeder Spieler bedeutet auch ein gewisses, ja, Potenzial an Geld für die Firma. Also wenn da wirklich was dran wäre, dann würde die Gameforge aber sowas von schnell irgendwas probieren rauszukriegen oder was auch immer. Das halt zu dem Ganzen, es wird halt Panikmache auch erzeugt. Also ein kleines Beispiel ist auch dieser Hacker-Post von diesem Virus 1, der hier was im Notepad Plus gepostet hat, fand ich auch sehr amüsant, muss ich sagen. Erstens mal, ja, wenn man so einen Scherz macht oder so eine Panik erzeugen möchte, dann gut, manche sind drauf reingefallen, weil mich auch manche angeschrieben haben, hast du den Screenshot gesehen im Forum? Ah, muss man jetzt Account sichern oder was auch immer. Da habe ich mir gedacht, ja, aber guck den Screenshot doch mal genauer an. Teils sind die englischen Begriffe falsch geschrieben. Nächste kann man das MySQL-Datenbank technisch gar nicht benutzen, was er da gemacht hat. Das ist einfach nur just for fun zusammengezimmert, um eine Panikwelle zu erzeugen. Mehr ist da nicht dran. Ja, weil mit den Tabellen, was er da gepostet hat, mit irgendwelchen Account-Daten, sorry, das, ich kenne die Datenbank von Metin 2 und ich kann euch sagen, das ist von hinten und vorne komplett unbrauchbar, was da geschrieben wurde. Zumal, ja, Notepad Plus Dateien
Ja, mit denen kannst du vielleicht Configs oder INI-Dateien erstellen, aber mit zum Ersten sind die eigentlich nie notwendig, ja. Ja, von dem her, ja, das ist halt auch sowas, wie soll man jemand ernst nehmen oder beziehungsweise da wird auch ein bisschen die Angst einfach erhöht und die Leute, die dann wirklich vielleicht gehackt wurden, die werden dann auch nicht mehr so ernst genommen, weil halt so eine Scheiße erstellt wird. Also, wenn, dann sollte man meiner Meinung nach am Thema bleiben und wenn wirklich da Probleme da sind, dann sollte man nicht so einen Kack posten, sagen wir es auf gut Deutsch. Ja, weil es gibt natürlich auch so ein Beispiel, was ich nennen kann und das ist halt auch interessant. Es wird halt alles auf eine Sicherheitslücke im Gameforge Launcher geschoben und nicht drauf, dass eventuell manche ein bisschen unvorsichtig mit ihren Daten waren. Ja, manche sind vielleicht wirklich wegen irgendeinem Keylogger oder was auch immer betroffen, das kann durchaus sein. Aber dann gibt es halt dieses Beispiel, was ich nennen möchte, und zwar das Beispiel von Shred, der ein, zwei Wochen vor dem Release des Launchers, ja, im Endeffekt komplett leergeräumt wurde. Sein Lucana-Account, ich denke, Shred sagt vielen was, und ja, da hat man einen Tag drüber geredet oder maximal zwei, und dann war das Thema irgendwie vorbei. Also da hat nie jemand irgendwas von der Sicherheitslücke geredet. Ja, und wenn jetzt halt zwei, drei neue Leute dazukommen, weil man unvorsichtig mit den Daten war oder was auch immer, dann gibt es plötzlich eine riesen, ja, Radau. So sehe ich das. Ja, und deswegen, das Shred-Beispiel hat mir halt auch gezeigt, ja, es war ja auch schon vor dem Launcher der Fall. Mich wird halt nur die Sicherheit, sagen wir mal, habe ich auch schon meine Bedenken geäußert über die Sicherheit des Launchers, weil man halt relativ wenig Daten hat, die jetzt einen absichern und alles auf einem Account ist und man relativ schnell dann rankommt, wenn man nur einmal Daten cracken muss. Und ja, diese Sachen habe ich halt schon vor einer Woche bemängelt. Zum Abschluss des Videos, das wird natürlich nicht jedem gefallen, aber das ist mir eigentlich egal, weil ja, manchmal gefällt es der Gameforge nicht, wenn ich was sage, manchmal gefällt es manchen Spielern nicht, wenn ich was sage. Dann ist es so, ich wurde darum gebeten. Das ist mein Statement dazu, was es auch immer bringen soll. Das wird dann auch an der Sache nichts ändern. Gleiche wie ein Team noch nichts ändern kann, weil der einfach auch kein Gameforge-Mitarbeiter ist, was viele immer so gern sagen. Und ja, das wäre es zu dem ganzen Video. Ihr könnt euch gerne unterhalten in den Kommentaren oder halt auch ein Dislike da lassen. Und dann, ja, bis zum nächsten Video. Ciao.